Willkommen zurück zu Yakuza 3. Beim letzten Mal haben wir in erster Linie den Kindern hier im Waisenhaus ausgeholfen und den unterschiedlichsten Problemen, die so ein bisschen aufgeploppt sind. Und dann hieß es, dass wir jetzt Essen machen, also gucken wir einfach mal vorbei. Uncle Cass, sagt Taichi. Ah, ja. What's wrong, Taichi? It's that guy with the curly hair. I just saw him again. Aisho. Yeah, he's in that blue truck. Oh, der Kollege. Spying on us again. It's definitely him. Alright. I'll hand it. Make sure everyone gets inside. Okay. I'm gonna go take a look outside. Think you can handle dinner while I'm gone, Hauger? Of course. Be careful, Uncle Cass. I'll be fine. Don't worry. But if I'm not back in time for dinner, you guys can start without me. Okay. Hier ist nicht, dass die Familie nur zusammen ist, etc., etc. Ja, und da war natürlich eh so dieser interessante Aspekt, dass wir hier doch so ein bisschen uns um diese Situation hier kümmern durften, die in dem Waisenhaus aufgetaucht sind. Aber irgendwann sollten wir dann wieder zu dem eigentlichen Plot zurück. Hieß es nicht, dass ihr alle reinkommen sollt? Roy. What's wrong, Taichi? Come on, we gotta go inside. In our dream house, the bathroom will be here. Okay, das sagen also vermutlich die beiden da. Was macht ihr da hinten? Ha, okay, hi. Ich hätte von dem einen nicht erwartet, dass er sowas mitmacht. There's something on the ground. Okay, mehr Würmer für uns. Wenn wir es nehmen können, warum nicht? So, der Kollege Curly Hair mit dem blauen Truck? Ist er hier unten? Da hinten ist auf jeden Fall wieder mal was. I don't see him anywhere. Maybe Taichi was wrong? Ich meine, ich werde dafür jetzt auch nicht an den Strand hier laufen, aber... So. Looks like something washed ashore. A wooden box. Yes. Take it. Yes. The box is empty. I'll go throw it in the garbage. Bitte fragt mich nicht, wie die Logik dahinter ist, aber... Da so überhaupt nichts vorzufinden ist, leicht enttäuschend. Gehen wir zurück zu Tai. Okay. Mittlerweile wurde hier aufgeräumt. Hey, Mata omae ka. Ore no kotae wa kawatte ne zo. Ya. Kyou wa sou yun janen desu. Ja nan no you da. Kyou wa aniki ni doushitemo tanomitai koto ga atte. What kind of favor are we talking? It's got to do with the little lady. You mean the girl with the sketchbook? That's right. 2 nights ago, she just disappeared. Nobody knows where she could have gone. You think she ran away? Don't know. We got men searching the streets and all, but they haven't found so much as a trace of her yet. And have you gone to the police? Well, not exactly. Why not? You should file a missing person report. Yeah. I don't know that we really can. What do you mean? Well, the truth of it is, she's the daughter of a guy the boss used to do business with. Now the boss is taking care of the girl. Yeah, but he never officially adopted her. If the cops found out about that, they would ship her back to her parents, no questions asked. And we don't want that? Right. Saki-san's parents are real scum of the earth, let me tell you. Her dad gambled all their money away and then some, then would come home stinking of booze and beat the daylights out of the girl and her mom. Her mom, on the other hand, was always sleeping around, acting like she didn't want a damn thing to do with her. So then Nakahara took Saki in to protect her. Yup. 3 years back, we got asked to collect on her dad's gambling debt. So the boss went over to their house, but when we walked inside, what happened? He found the guy dead, hanging blue-faced from a rope in their living room, Saki-san still clutching his lifeless leg. And her mom? Probably off with one of her fuckboys. Lady never gave a single shit about Saki-san, which is why Nakahara took her in. Yup. The boss looks scary, sure.
But he's got a good heart. It just wasn't in him to leave Saki-san like that. And yeah, he complained at first about how much trouble it was raising a kid, but it wasn't long till he ended up a proud father. Now he treats Saki-san like she's his own flesh and blood. That's amazing. Yep. But word has it her mom's back in town that she wants to take Saki-san back. Why now, after all this time? Beats me. Probably so she can have a maid to do all the housework while she goes out in parties. Anyway, the boss has been trying to keep the lady, or the little lady, in the office so her mom wouldn't be able to find her. Which is why she was there when I stopped by. Yup. And now that she's missing, the boss is really worried. Saki is not a child anymore, though. Couldn't she just call him if she needed to? Call him? Not a chance in hell. Why not? The guard's mute. What? The doctor said it's some kind of mental block, probably from watching her dad hang himself right in front of her. So you see, she can't call us. And that's why she has a sketchbook. Come on, Aniki. We gotta find her as soon as possible. Please. で、俺に何をしろと？今、親父は荒れちまって、手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ？先日の一件から、親父は兄貴に一目置いてるみてえです。だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴兄貴って何言ってるんだ。だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろう。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあシモン、車を回してきますんでお願いします。兄貴。Und wir sind wieder in der Großstadt. We're gonna have to walk from here, Aniki. I don't remember agreeing to this. Well, I've come this far. Might as well see it through. Let's get moving, Aniki. Alright, alright. Aniki. Please, Aniki. You gotta talk the boss off the ledge. Now come on. So, bevor wir das machen... Hier ist ein Supermarkt. Warum gehen wir da nicht mal rein? Ah. Das sieht immer wieder cool aus. Hey, hi. Aniki. Okay, er ist einfach nur hier mitten am Start. Irrasshaimase. So, gucken wir mal. Wir haben ein bisschen Geld, zwar noch nicht wirklich viel eingenommen, aber... bigger Heat Boost. Nö. Habt ihr irgendwas Gescheites hier? Ich hab vieles. Large Blob Doll. This is a Large Blob Doll. I won't ask what you're going to use it for. This is a heavy duty tag. It can stick to any wall with enough force. Aha, das klingt nach einer Waffe. This Black Umbrella is a godsend when caught in sudden showers. Don't swing it around, please. Ich will natürlich eigentlich irgendwas mitnehmen, das mir vielleicht so ein bisschen aushelfen kann, mich wieder regenerieren kann, aber... Logischerweise, man will ja dafür eigentlich eher in dem Drugstore vorbeigucken. Das ist relativ ulkig, die ganzen Sachen kennt man alle so mittlerweile schon relativ gut. Und solange nicht irgendein Quest danach schreit, will man die eigentlich nicht mitnehmen. Arigatou gozaimashita. Okay, dann tut's mir leid, müssen wir trotzdem noch mal so ein bisschen weiter gucken. List. Horn, die M-Stores, Stone Market, Public Market, da waren wir, glaube ich, schon. Maeda Drugs. Okay, da will ich vielleicht vorher mal vorbeigucken. Alles Gute ist, das ist ja hier eh gleich
um die Ecke. War hier nicht gerade jemand, mit dem man sprechen konnte? Oder war das einfach sein Zeichen? Das könnte ich auch sein. Ah, bitte keine Rumgeheule. Genau, hier wurden wir durch die ursprüngliche Mission geschickt. War das jetzt hier? What are you guys doing? Irasshai. Hello, how are you feeling today? So, more affected, revitalizing your health and heat. Larger health boost. Useful for patching yourself up. Are you injured, sir? Excuse me, sir, you don't look like someone who needs contact lenses. Ich verstehe nicht, warum das Spiel Contact Lenses hatte. Ich glaube, es hatte in der Vergangenheit nie einen Nutzen. Oh, das Zeug ist schweineteuer, wo ich mich frage, ob ich für jetzt... Ich nehme einfach mal ein paar von denen mit. Hi, arigato. Thank you, take care now. Das soll uns jetzt hoffentlich so ein bisschen helfen. Und wir laufen einfach mal so ein bisschen die eher unerwarteten Wege. I can tell you're not just some guy off the street. You got some real fire in your eyes. That fishy old man. You're a real player, aren't you? Well, I got a great place I'd like to show you. Follow me if you're interested. No. Not yet. Sorry, but I think I will pass. Oh, that's too bad. Still, you know where to find me if you change your mind. Ich will mich eigentlich hier in erster Linie mal so ein bisschen umgucken, aber ups, hier hinten ist nicht viel möglich. Ja, über den Weg kommen wir dahin. Oh oh. キリュウの兄貴。おいじゃ、奥です。さっきまで青森なんで暴れていたとこっす。へっ、ちきゃ、なんだよったげよ。 What do you want this time? Sorry, but I'm not in the mood to talk about your little land problem. Rikia told me what's going on with Saki. That's Rikia for you. Never knows when to keep his damn mouth shut. This ain't your problem, Kiyo-san. Why don't you go look for him? God, wouldn't be so miserable if it was that easy. What do you mean? She ran away cause she didn't want to live with me anymore. I would just scare her off if I went hunting for her now. You don't know that for sure. Why don't you try to figure out why she really ran away? It wouldn't be too late to catch up to her if you go now. Rikia told me Saki's mom has been out looking for her recently. Maybe Saki just wanted to see her again after all this time. Same difference. Either she wants to be with her mom, or she doesn't want to be with me. God damn it. Am I really worse than that miserable whore? Nagahara. Guess a Yakuza like me doesn't have any business taking a kid in the first place, huh? That's not true. All children need is someone who really, truly cares about them. It doesn't matter what you do for a living. The hell do you know? You think you're some kind of it expert just cause you run a fucking orphanage? I know enough. I was an orphan myself. Huh? Not only that, the man who raised me wasn't the Yakuza. And since I have no memories of my birth parents, that man is more of a father than I have ever had. He might have been a Yakuza, yeah, but I loved him all the same. And I'm sure Saki loves you, too.
But it's natural for her to miss her mom. She's just a kid, after all. You really think? Of course. Now get out of there and fight her before someone else does. But... I can't. Why not? Look at me, Kyo-san. Why would Saki ever want to come back to this mess after seeing her mother? A thug like me could never compare to an actual parent. I'm just gonna have to face the facts. Saki's gone. You really think so? Yeah, I do. Wakatta. Ah. 俺が Saki から話を聞いてやる。え？なんでお前さんが？俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。安心しな。別に酒を連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今は酒のことだけを考えようじゃねえか。お前、あんたんとこの若いの借りるぜ。行くぞ、リギア。はい、兄貴。Okay. Thanks for talking to him, Aniki. But if we're really gonna look for Saki, I don't have the slimmest idea of where to start. Then we just have to ask around. We can focus on the air ride around the office for now. But we already combed every last nook and cranny. Nobody's seen her. And you don't know where her mom lives? Nope. Sorry to say. Is there anywhere you haven't looked? Nowhere she'd be likely to turn up. Only stone left unturned is Hatsumachi. Hatsumachi, why haven't you checked there? Place is the biggest red light district on the island. Jug full of hostess clubs, a brothels, all sorts of smut. A kid's not gonna go anywhere near. Wait, hast du mir nicht gerade von der Mutter erzählt? Besides, what? It's Tamashiro family turf. Things would get really hairy real fast if we showed our faces over there. Dum-de-dum, then it's settled. We're going to Hatsumachi. But Aniki, I just told you, Hatsumachi's the only place you haven't looked. I don't care whose turf it is. We're going. Well, you're welcome to stay behind if you think the Tamashiro are really that scary. Like hell that's gonna happen. I'm coming, Aniki. Good. Now let's go. Alright. So, jetzt muss ich mir vielleicht nur noch erklären, wie ich da hinkomme. Sonst kann man hier hoch? Nope. Er ist einfach eine unsichtbare Wand im Weg. So, kannst du mir helfen? The minimum fare is 350 yen. Where do you want to go? No, das ist einfach die andere Straßenseite. Very well, sir. Gut, du musst mir vielleicht erklären, wie ich da hinkomme. No, nicht du. Auch nicht du. I'm coming with you. Let's go and find the lady. Oh, hi. So, Mappe. Night Guide. Ich muss einfach da oben in die Ecke hin. Ah, ja, okay. Da müssen wir also einfach nur nach da oben. Okay, du. Oh. You're the odd man who's hitting on my girl. You better make it up to me. Let's make out with me. You got two choices, pay me or pay the doctor after I beat the shit out of you. Gangsters. Oh, wow. Oh, der eine kommt sogar mit einer Waffe. Okay, das hatte so überhaupt keinen Impact. Holy shit. Yeah, no, I don't think you're the odd man I was looking for. Yeah, you're totally the wrong guy. I must be drunk or something. Yeah, take this for the trouble. Wow, a crunchy 3000 yen. Sweet. Wir haben immerhin wieder so ein bisschen Geld eingespielt.
Honk. Okay, gucken wir mal, wie ich hier durchkomme. Nope. Gibt's da keinen einfacheren Weg? Nope. Aber nicht. Immerhin sind wir schon mal auf der richtigen Seite. Viele von denen laufen sehr fragwürdig bucklig. Was haben die in ihrem Leben gemacht? Rikia! Oh, thank God it's you. Something terrible has happened. Alright, alright. Calm down and tell me what's going on. It's Aki-chan! Huh? What about her? I saw her in Hatsumachi, on Zufall. With some woman I've never seen before. Something felt real off about the whole thing. And you're sure it was her? Oh, well, if it isn't the dashing young fella from before, this must be fate. Come on, we don't get time for your hopeless flirting. Let's try and focus. Where did you see Saki? Coming out of the convenience store where at the intersection with some woman who was absolutely dressed to the nines. I wonder who she was. Maybe Saki's mother. Then, you really think she went back? Hard to say. The only way to know for sure is to find her and ask. I guess. By the way, Rikia, you gonna have a party tonight? Oh? A party? Shit. It's the boss's birthday. I have been so distracted, it totally slipped my mind. He's not gonna be in any mood for celebration if he can't find Saki, so... We're not doing ourselves any favor by standing around. Come on, let's go. Right. We gotta bring her back, even if it's just for today. Let's move, Aniki. Oh boy. Also ich versuche immer so ein bisschen aufzupassen, dass man nicht in die Reihen läuft, aber ich weiß nicht, ob das in dem Teil überhaupt ein Problem oder eine Situation sein kann. Dass die Leute irgendwie so getriggert werden. Hier oben waren wir definitiv noch so überhaupt nicht bisher. Ja, im Vergleich zu Kamurocho ist das natürlich hier sehr interessant zu sehen. Alles ein bisschen sehr freiräumig, sehr großräumig. You there, in the kitschy shirt. Hm? Oh shit. Who are you? Me? Who the fuck are you? Don't tell me you didn't know you're waddling all over Tamashiro family territory right now. Tamashiro? Sorry, never heard of him. I usually try to keep my nose out of Yakuza business. Bullshit! It's clear as a damn Okinawa sky that you do for a living. I'm telling the truth. And even if I was a Yakuza, I'm not here looking for trouble. Now I suggest you leave us alone. Or else... Wait, is that Rikia back there? Your little game of hide and seek is not gonna work on me, Ryodo asshole. Ah shit. I knew it. Not Yakuza my ass. If you weren't Yakuza, you wouldn't be spending your time with this Ryodo sap. You here to try and take the brat back? Oh. Hmm? What brat? I don't got time for 20 questions, bitch. Come on, guys, let's show 'em what we do to trespassers. Immerhin haben sie Anzüge an. Ups. Oh, hi, wir haben einen Big Boy. Okay, Big Boy ist... da kommen aber einige auf einmal an. Okay, die greifen wir nicht so schnell. Haha, nice. Ah, ich kann leider nicht auf den drauf stampfen. Ist der besiegt? Ja, die halten alle noch nicht allzu viel aus. Shit, this guy's really eating spinach, huh? So, you ready to talk now? Tell me about this brat you mentioned. You listening, Puck? Open your mouth or I'll open it for you. Now, did you kidnap Saki or not, huh? Look, we didn't take nobody. Some bitch claiming to be the god's mother brought her in. What could her mom probably have to do with the Tamashiro? Duh, the tramp sleeping with the boss probably doesn't realize she's just another notch on the bedpost for him.
In other words, you have no reason to keep Saki. Give it back. Look, we don't have her in a cage or something. She and her mom could be anywhere. I think there's more to this than you're letting on. Maybe you should go pay your boss a little visit. Heck yeah, where's the Tamashiro office? Are you out of your mind, Aniki? We can't go in there, just the two of us. Heh, your boy's right. They're gonna tear you limb from limb in there. But if you really wanna die, I will tell you. It's on the street behind the convenience store. You heard the man, Aniki. Come on. Come on, Aniki. Okay, wir marschieren da also rein. Was mich schon wieder so ein bisschen an Yakuza Zero erinnert, aber gut. So, ich speichere mal einmal ganz kurz, ich jetzt habe hier. Das ist immer schön zu sehen, wenn das so richtig schnell passiert. So, gucken wir nochmal hier so ein kleines bisschen. What I hear, Tamashiro, the head of the Tamashiro family, is quite the playboy. He's got girls all over the place. But the second he gets tired of one of them, he ships them off to one of his brothels. He's a real piece of work. I saw his latest conquest walking around town with her nose in the air, like she owned the place. But just watch. He will dump her sooner or later. Schöne Pose. So. Hey, Grams, you're pretty ripped for an old guy, aren't you? Sorry if this is kinda sudden, but how about we go around, huh? Okay, zufälliger Encounter. Wie sie alle Anya ran vor allem kommen. Nice try. Und gut. Man kann zum Teil relativ simpel ausweichen. Oh wow, da kommen immer mehr von denen. Kann ich den Stuhl nehmen? Ich glaube, ich kann den aber nehmen. Wunderbar. Vielleicht sollte ich seine Sache kurz noch vorher machen. Ah, crap. I just wanted a friendly match. Never mind, forget I even asked. It was just a random thought. Sorry, man. You got a surprisingly light super resilient resin? Okay, bevor wir weitermachen, ich will mal ganz kurz hier nochmal ein paar Punkte investieren. Okay, also wir haben da hinten... Achso, vielleicht ist das, was ich am Anfang vermisst habe. Wir haben also 18 Punkte. Und wir sehen, wie viele Punkte wir investieren müssen, um das weiterzumachen. Grab an enemy and press Y near a downed one. Das ist eine coole Fähigkeit. Increase the maximum limit of your health gauge. Ja, das kostet jetzt 2 Punkte. Gucken wir mal. Ja, okay, also haben wir es auch raus. Grab escape. Escape from enemy hold faster by enhancing your physical strength. Repeatedly tap A when grabbed. Swiftly return to your feet after being knocked down, a Komaki technique for avoiding knockdown. The Phoenix Bird automatically fills up the Heat Gorge. Das ist vermutlich nicht notwendig oder hilfreich, aber whatever. Wir gehen trotzdem mal weiter. First level in the Art of Balance. Make it difficult to be knocked down when in Heat Mode. Cool. Achso, wichtig ist, man hat ja theoretisch auch mehrere Fähigkeiten hier. A counter attack executed while downed. Auch nicht unbedingt falsch. So, jetzt haben wir noch 2, die wir investieren könnten. Das Doofe ist, wenn wir vielleicht tatsächlich in den Bosskampf reinrennen. Oh, ja. Taunt enemies with the spirit of the white tiger to boost morale and increase your heat gauge. No. Nehmen wir das hier. Set up faster for being knocked down, Grease. Okay, das soll uns jetzt egal sein, weil wir haben dafür eh nicht mehr das Geld. Looks like this is the place. I mean, yeah, but we're not really gonna walk in there by ourselves, are we? They will pulverize us. What? You scared? Me? I'm not scared of a damn thing. I put my life on the line if you ask me to, Aniki. Wait, that's... Saki's sketchbook. Destroying is... Something wrong, Aniki? We're definitely on the right track, Rikia. Saki has to be here. I knew it. I want you to go get Nakahara and tell him we found her and bring him back with you.
Okay. What about you, Aniki? Just go. I'll keep an eye on things here. Okay. Be back in a jiff. It's GIF. We're just going in. Well, time to head in. Oof. Hi. Oh, I'm sorry. Another one of Tamashiro's grunts, huh? Do I need to teach her a lesson too? Wait, please. Just look at me. Don't you see... do I seem like a Yakuza to you? Dich kennen wir doch schon. You have a point. But you do look familiar. Anyway, if you're not with the Tamashiro, what are you doing walking into their office? Well, I have a... deal to make with them. You know how it is. I mean, you're obviously Yakuza. Not anymore, I'm not. I'm just here to take care of some business. Oh, well, I'm Kamayama. What's your name? It's Kyu. Kyu-san. Why does it feel like I know that name? Anyway, I deal in certain choice items. They have been in high demand lately, if I do say so myself. It sounds like the Tamashiro are going to war soon, though they asked me to bring some of my stuff over. And let me guess, by stuff you mean weapons? You don't have to scream! The whole town's gonna hear. But if you're going to go toe-to-toe with the Tamashiro, I might be able to lend a hand if you catch my drift. I thought they were one of your customers. Well, yeah, but they're one of those customers you wish you could get rid of, but can't because they pay your rent. Though if you started buying from me and wiped them out, I could finally be free from their clutches. Hold on a second. I never said a word about wiping anyone out. No need to be coy about it. I've been in this business for a long time. Reptiles like you are the brawling type. It's obvious. You've probably been in more fights than I can count. True. Either way, wouldn't you rather have a weapon on you when you bust in there? Better than that than going in empty-handed. I guess. Then it's settled. I know the perfect store that can get you just the fix you need. The van. That's it there. Not much for appearances. Don't worry about that. Just come with me. This is the only shop in town that sells this kind of underhanded stuff you're looking for. This guy here is an associate of mine. It's, quite a setup. Hey, don't knock mobility. Anything that can help you get away from the fuzz is a positive in my book. Right. I take it this is your store, then, hmm? Oh, heavens no. This one's all handled by my pal here. My own shop is set up on the second floor of a building near the Ryodo office. That's where I sell gear and mods. And mod stuff, too. Near the Ryodo office, huh? What? I wish I could just give you everything you need to crush the Tamashiro, but remember, I'm running a business here. Let me see. Here. That should get your engine started. An extendable staff. Equip weapons, armor, and accessories by selecting the item option on the powers menu. During battle, take out your equipped weapon, genau. Armor and accessories will have no effect unless you remember to equip them. This should come in handy. Thanks, Kamiyama. Oh, it's no problem at all. That's one of our most popular items. Ah, and remember that weapons will break if you use them. If that ever happens, just bring it up to my shop and I will fix it up for you in no time flat. Though don't expect me to work for free. Free or not, that's a pretty good deal. By the way, you guys have a lot of weapons I've never ever seen before. It's incredible. Oh, have your wares caught your eye? I know a guy who can teach you how to use them if you want. A weapon expert, huh? Yes, yes. I will mention you to him. I'm sure you'd be thrilled to have a student as beefy as you. Oh, and just holler if you need anything else. I will help you as much as I humanly can. After all, the Tamashiro will come for my legs, maybe more if you fail. Let's hope I don't fail then. Yeah. Feel free to stop by my shop when you have the time. I will. Thanks, Kamiyama. Okay, warum wirfst du mich wieder raus? Hey, guten Tag. Hoho, sogar Schusswaffen im Grund zu sehen. So, I'm here to buy. Show me what you got for sale. Sure thing.
You've got a wide selection. See for yourself. I can't carry any more stuff. Thank you. Come again. Great. Aber ich gehe mal von aus, wenn ich hier vielleicht einfach eine der Waffen anlege. Nope, never mind. Great. Dass ich nicht mal nachgucken kann, was es ist, das er im Angebot hat. That's a lot of bounce to it. Sword, variables. Ist das eine... No. Great. Da haben sie also in der Vergangenheit scheinbar einfach alles in ein Ding gepackt, wo dann die Remakes, Remasters, wie auch immer. Ja, doch, Remakes, Remasters haben wir hier vor uns. Die Remakes, das scheinbar so ein bisschen besser organisiert haben. Oh well. Dann würde ich sagen, marschieren wir da einfach rein.誰だお前。流動一家のやつか?先はどこだ?あのガキのことか。ガキなら親分の部屋だ。だが、お前はあのガキに会う前に死んじゃうけどね。ザコに用はね。通らせてもらうぜ。大した自信だな。 Die sind also hier alle bestens darauf vorbereitet. Auf jetzt alle zu gucken. So, hast du deinen Baseballschläger verloren? Nope, leider nicht. Das Ding hat aber einige Schläge inne. Wow. So, Yogi Bär ist ausgeschaltet worden. Sehr schick. Hier gibt es genug Sachen, die ich einsetzen kann, um Leute wie den zu verhauen. Items blocking your path will flash white to indicate they can be broken. Get through them one way you know how with your fists. So kann ich die? No, ich kann die leider nicht mitnehmen. Ich kann sie wenigstens hoffentlich so mitnehmen. So, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier gleich ich von irgendjemandem angesprungen werde. Ja, so etwa. Hat denn das eine Flasche? Oh, man kann auch mehrere auf einmal treffen, ne? Die eine nicht. Merkt aber einiges aus. No. Bad. Bad boy. Oh wow, das ist ein Stich. Oh. Inventory is full. Yep. Oh damn. Oh wow, ist das ein Messer? Ja, ich sollte auf den achten. Ich habe leider nicht genug Heat. Ich will eigentlich versuchen, jemanden aus dem Fenster zu werfen. Yes! So muss das aussehen. Ja, funktioniert leider logischerweise nur, wenn man Heat Action hat. So, lass mich mal ganz kurz hier gucken, ob ich da reingehen kann. All das Zeug, was ich hier theoretisch nutzen könnte. Oh, der läuft nicht schneller, wenn er das hat. Aber leider, meine Taschen sind voll. Okay, weißt du was, wir könnten ja theoretisch einfach einen von denen hier einsetzen, die... Genau. Kann ich immerhin hier den einen mitnehmen.
auch hier wieder logischerweise erst die Boxen hier kaputt machen. Nice. Ich muss ein bisschen auf die Minimap achten, weil die zeigen ganz gerne auch mal Gegner, glaube ich, voran. Ah, da ganz hinten einer. Oh, cool. Hier haben sie wieder ein paar interessante Waffen. Aber Masfertus Blade hat einiges an Nutzen. Ja, okay, die stoppt. Ganz kurz ein bisschen absichtlich weiter weggehen. Oh, der ist zusammengebrochen, weil ich den verhauen habe. Noch einer von euch. Oh, umdrehen. Die Waffe hält einiges aus, macht die eigentlich relativ beängstigend gut. Sweet. Ich weiß nicht, was der hängen geblieben ist, aber... soll mir alles recht sein. Es ist zu langsam. Die haben hier keine Waffen gedroppt? Oh. Goddammit, okay. Au, 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 au. Okay, der hat einen Katana gehabt. Oh, das sah ungesund für den aus. Fieks. Quicktime. 3, 2, 1. Jetzt auch nochmal rein. Oh, war sogar die richtige Richtung. Oh no. Er hat die Tür abgeschlossen. Oh, der hält sogar ein bisschen mehr aus. Oder? Nein, not sure. Oh, Level up, nice. Oh oh, wow, wow, what the? Ich bin sofort wieder aufgestanden, das sah natürlich ruhig aus. Wie er antäuscht. Hey, ich schlag dich gleich, wenn du nicht aufpasst. Oh nein, er hat einen Stuhl. Ha, warum hat der so eine Animation dafür bekommen? Saki. リュウドウ一家の新入りか。一人で飛び込んでくるとは、いい度胸だ。俺はリュウドウ一家じゃない。その子を取り返しに来ただけだ。何おかしなこと言ってんだ。このガキに用があるのは、中原だけだろうが。理由はどうでもいい。とにかくその子、返してもらうぜ。ふざけんな! 大事な取引の材料、そう簡単に奪われてたまるか。取引だと。ははは、そんなことも知らねえで来たのか。とんだお人よしだな。しかし、かわいそうな娘もいたもんだね。 父親は目の前で首吊り、母ちゃんは男のために実の娘まで誘拐しちまうとは。<笑>こりゃ世も末だ。ちょっとあんた、何言ってんの。あんたこの前サキと一緒に3人で暮らそうって。<笑>俺が本気でお前みたいな年増の女
相手にすると思ったのか。お前はもう用済みなんだよ、おばあさん。嘘でしょ。ねえ、嘘なんでしょ。何言ってんのよ。嘘だって言いなさいよ。話せ話せ、この甘ずれが。うまく避けたじゃねえか。さあ、次はお前の番だ。お前をぶっ殺した後、その指全部中原に届けてやるぜ。気乗りしねえな。だと？殴る価値がねえ奴と喧嘩するのは好きじゃねえ。何一人で格好つけてんだ。だが、てめえみてえな奴をのさばらせておくのはもっと好きじゃねえ。ああ？来やがれこの下道！God, die Sache mit dem Messerlecken. So eine dumme Idee. Oh, ist schneller wieder aufgestanden, als ich meine Heat-Action einsetzen konnte. Einiges in HP-Balken. Au, au. Oh, er hat einiges an Schaden ausgeteilt. Holy moly. Ja, das sollte vermutlich der Witz, dass er auch dieses Messer. Oh, hat. Hi. Okay, Achtung, Achtung. Wenn die erstmal anfangen zu blocken, dann ist zum Teil gar nicht so. Wait, what? Der hat gerade mit Dartpfeilen um sich geworfen. Definitiv so ein bisschen aufpassen, aber dafür habe ich mich ja auch, bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob hier was passiert, vorbereitet. Mein Problem ist definitiv, dass es nicht so einfach ist, gewissen Sachen auszuweichen. Na. Also in der Sekunde, in der ich ein bisschen Distanz habe, um irgendwas aufzuheben oder ähnliches, fängt er an, mit Zeug um sich zu werfen. Da habe ich mich schnell wieder gefangen. Oh oh, Achtung. Huhu. Aha, ja. Oh, der hat ein paar Schläge drauf. Okay, ich glaube, ich muss so ein bisschen die Masse an Angriffen reduzieren. Okay, es wird Zeit, mal Items einzusetzen. Wow. Ja, you can upgrade. 10. Ich könnte also hier was von denen machen. Oh, mal das hier. Lotus Style Fist Attack that employs both body and soul. Strips enemies of spiritual strength. What? Okay. Dafür ist es auch wieder nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine, wir könnten überlegen, hier jetzt eine Waffe einzusetzen.
Aber wir haben hier noch einiges an Zeug. Oh boy. Alles gut, alles gut. Oh boy. Oh, das ist so ein Kampf, wo er sehr viel Zeug einfach tankt. Okay, sehr gut. Oh boy. Also ich versuche natürlich schon so ein bisschen Attacken auszuweichen und dann anzugreifen. Ah, solltest nicht in die falsche Richtung gucken. Oh boy, here we go again. Das Doofe ist, dass er sich dabei nicht wehrt. Wenn er selber wenigstens so ein bisschen Schaden dabei austeilen würde. Och, oh, super. Dann natürlich einfach so einen freien Angriff hinterher. Here we go, feel the heat. Das war irgendwie mir zu wenig. Oh boy, jetzt hat er scheinbar diesen Modus erreicht, wo er nicht mehr... Doch, okay. Er hat definitiv einen Modus, wo er von Attacken nicht mehr beeindruckt wird. Eieiei, ei, ei, zu früh. Kann trotzdem so viel anstellen. Das ist beängstigend. Aber das ist häufig der Fall bei Yakuza-Spielen, dass so der erste Bosskampf so überraschend stark ist und dann so nach und nach es einfacher wird, wenn man selber besser wird. Nande? Kunna Yatsuka? Okinawa ni? お嬢、先。中原の親父さんな、お前がいなくなってすごく心配していたんだ。 何が娘よ。何が母親よ。バッカじゃないの、あんたたち。何？私はね、この子のせいで人生めちゃくちゃになったのよ。生まれた時からいっつも邪魔だった。このアマ、お嬢の前じゃなんてこと。うるさい、私に触らないで。 そんなにその子が欲しいんなら、あんたにくれてやるわ。
の子の目の前で。これじゃあ先があんまりにも。先なら大丈夫だ。スケッチブックの中身見たことないだろう。ああ見てみろ。いつも見守ってくれてありがとう。もう答えは出ていたんだ。サキはあんたの本当の娘なんだ。そうだろ、サキ。ありがとうな、サキ。